27.12. waren wir zu viert unterwegs. Jörg und ich nahmen links vom Einlauf Richtung Schongebietplatz und Toni und Eddie saßen am Einlauf rechts vorbei auf der gegenüberliegenden Seite und versuchten da ihr Glück. Zu Beginn versucht sich das wieder der Grundroute auftreiben mit Bienenbad und Teilkombi. Das Schleppen am Anfang mit Powerwick blieb erfolglos und wechselte erstmal auf einen Gummiköder von Traut Yara. Nach ca. 15 bis 20 Würfen ohne Erfolg wechselte ich vom Gummiköder auf eine Durchlaufblinkermontage. Da ist er schon. Ne? Ich verstehe schon ein bisschen. Kannst du vielleicht die Leute? Hier ist neu. Nichts für Mark. Fett. Viele. Cool. Ach so, konkrete Zahl, ne? Haben wir gut gekauft, ne? Ja. Ich komme noch selber nach. Mit den verschiedenen Größen. Die montiere ich mir vor. Und dann musst du direkt auf die Hauptschuhe machen. Ich habe keinen Bock, jetzt mal abzumontieren. Ja, raus da voll rum. Na, egal. Wie hat der kann, ne? Ja, das sind natürlich die richtigen Größen zum Einhaken da, ne? Ja. Nein, nein, ich finde das nicht lustig. Nein. Nein? Und laut der Wettbewerb, ne? An diesem Tag kam auch das erste Mal ein selbstgebauter Bissanzeiger zum Einsatz. Es ist eine Variante aus Affenkletterer und einem Foto-Dreibein,
das so umgebaut worden ist, dass ich oben in den Fotodreibein eine Bohrung versehen habe, in der ich ein 2 mm Fülldraht aus dem Wickschweißbereich eingelassen habe. Im Laufe des Videos seht ihr noch, wie man den Bissanzeiger einstellt und vor allem, wie er bei einem Biss auch ausgelöst wird. Einmal reinhauen, direkt wieder los. Ja, hier sind große Teile. Ja, am Rand, ne? Ja. Guten Morgen. Ja, da ist ein bisschen größer. So. Würden wir endlich eine, zwei? Eine. Eine und direkt komplett mit Schuhe alles weg. Ja? Oh, da haben wir einen Sicken. Ja. Hat auch keine Mittel waren. Was ist damit? Sind die alt? Ja. Geil, ich guck doch noch an, nein. Da war noch Scheinjagd, ne? Ich guck nur noch hinterher, wie auf den Weißen zu. Nachdem Jörg erstmal seine Montage wieder in Ordnung bringen musste nach seinem Fehlwurf an den Ast, nutzte ich die Gelegenheit und fischte den Bereich zur Insel ein wenig ab. Warum machst du uns Teil der Fische wurde in der vorderen Hälfte, die auf der Karte dargestellt, gefangen. Einige Fische verirrten sich noch in die obere Hälfte, wie wir standen. Am Schirmgebiet wurde ganz gut gefangen. Ansonsten war es relativ zäh im oberen Drittel Forellen ans Band zu kriegen. Die vierte Forelle nahm mein Köder aus selbstgemachtem Forellenteig,
den ich an der Posenmontage ungefähr 60 cm unterhalb der Oberfläche anbot. Ich gehe. Das gerade, ne? Das war illegal. Ich geh drauf, ne? Ja, ne? Das war vollkommen illegal. Und du lässt dich auch noch so, ne? Vorne gefangen. Auf dein selbstgebasteltes. Auf dein selbstgebasteltes? Ja. Guck an. Ist das auch vier? Alles vier. Ich bin so früh. Heute Morgen geht auf diese ganz billige Quabbelschatzrunde, die ich habe. Habe ich gestern gebunden, ne? Habe gedacht, das machst du jetzt mal schön. Dann geht die und dann geht die und dann geht die und dann geht die und jetzt. Und dann hebe ich die nur hoch und dann machst du das oben hinter der Spitze. An der Spitze macht das Klick, aber nicht die Spitze, sondern die Schnur. Weil da war Eis drin, hat es dann aufgeschnitten. Scheiße. Also jetzt darfst du mal, du hast schon gegessen, weil die machst du bitte mal auf und siehst du mal. Das ist ehrlich, ich hätte mir über den Rasen abgewischt. Boah, da brauchst du ja noch nicht mal dieses Ding abmachen, das riechst du ja schon. Der ist pervers, ne? Das riechst du schon durch. Der ist pervers, ne? Oh, der stinkt aber wirklich gut. Da ist trotzdem noch ein Gummiessen gegen. Ich habe da drüben mit Kadaver gestern ja ein paar Marshmallows fertig gemacht. Gar nichts, keine Reaktion drauf, ne? Keine Reaktion. Kurz vor Ende dieses Angeltags bekam Jörg noch mal kurz einen Adrenalinschub, da sein Nachbar seine Montage beim Schleppen mitnahm. Ihr habt euch. Toni hat an diesem Tag 7 Lachsforellen gehabt, Eddie und ich jeweils 4 und beim Jörg ist es leider bei der einen geblieben. Ja, guck. Ich bin noch mal wach geworden. Hier ran. Ja, endlich was. Da die Forellen am 27. wirklich gut gebissen haben, beschloss ich nochmal an Silvester von morgens um 8 bis um 14 Uhr mein Glück nochmal zu versuchen. Diesmal zog ich allein los und stellte mich, da ich morgens der Erste an der Anlage war, direkt auf Platz 1 an den Einlauf. Der Morgen begann mit leichten Regenschauern, die dann stetig zunahmen bis zu einem ordentlichen Regenschauer. Die Temperaturen lagen um die 0 bis 5 Grad an diesem Tag. Nach Bezahlen der Tageskarte und einem kurzen Schwätzchen mit dem Betreiber konnte es dann endlich losgehen.
Standardmäßig begann ich an der passiven Route mit einem Bodentaster, als Köder auftreiben, Bienen-Mal-Teig-Kombi, ca. 30 bis 40 cm über Grund. Der erste Biss kam auch schon nach wenigen Minuten. So muss es sein. Der Anfang ist gemacht und Forellen sind genug im See. Aber nichts mit zu tun, fang erst mal den Fisch. Da gehst du, der den Fisch fängt. Oh Gott, hier soll aber sehr machen. Ah, Mann, das kann er doch gar nicht. Nimm den Kescher dann selber. Herr Kersten, mach dir selber. Mit der aktiven Route fischte ich zuerst ein Spoon der Firma Herakles in der Farbe Orange. Die Farbe Orange lief die Tage zuvor wirklich sehr gut. Den oben gezeigten und benutzten Spoon habe ich auf der Unterseite mit UV-aktivem Nagellack und Glitzerpartikeln noch ein wenig aufgepimpt. Der Karpfen wird geschwommen.
Aber jetzt die Frage, wie oft ist das passiert, wo es dann auf einmal O? Die Lachs wollen nur rot nur weiter einstellen. Hier kann man jetzt schön sehen, wie der Bissanzeiger bzw. der Affenkletterer bei einem Biss schön auslöst. Der will das nicht, der ist jetzt geil. Also das Fisch gefangen ist ja geil, ja? Ist ja Lachs drüber, ich weiß nur so ein Stück drin. Hier liegen die gerade vorne. Aber was geil ist, er sagt, nee, die gehen auch normal. Ich dachte, das ist ja normal, das ist halt gut. Ich gehe einkaufen. Der Kerl ist unmöglich. Ja, hast du Baum? Ja! Die ganze Insel!
Fischbeil oder was? Das Einstellen des Bissanzeigers ist relativ simpel. Die Rute wird nach dem Auswerfen auf den Rutenhaltern abgelegt, der Bügel geöffnet, die Schnur senkrecht nach unten gezogen, dann in der Auskerbung von dem Affenkletterer eingehakt und über dem Stab nach unten geführt. Die Szene ist jetzt mal ungeschnitten. Nach Auslegen des Köders auf Grund dauert es nicht lange, bis die Forellen den Köder fanden und nahmen. Handgeklöppelt, mit Nagellack selber lackiert, mit schönen Plastik aus. Oh, das ist gut. Mach mir gemütlich. Wer hat denn? Ich kriege Geld raus. Ey, fuck, verschiedene Sachen. Auf dem Test ist er dann. Hat der denn da vorne an der Ecke, hat der denn da drin? Das ist doch so stark. Vornhaft, komm. Das ist hier. Das ist doch ein bisschen mehr. Das ist doch ein bisschen mehr. Kein Biss, wenn ich die Lobe runtergehe oder was? Alter, lass dich endlich runterziehen, kann es gar nicht. Ist auch nur gegen geschwommen. Ja, Entenpower. Kerstin, guck mal, die Schu- Und die Runde geht da auf beiden. Das war knapp. Da? Auf beiden. Alter. Muss die Bremse mal zu. Einer mal dieser Fälle. Zeig mal so hier an. Denkt er, ne? Oma, denkt er, ne? Muss ich fangen, die einfahren. Ja, jetzt noch für dieses Jahr, ne? Bleib hier, wir kommen ein Buch.
Ja, was macht ihr denn da? Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. Du musst auch abdecken, ne? Hier kommt sogar schon der Biss in der Ausklickphase bzw. beim Scharfmachen des Bissanzeigers. Und Biss. Ah, der hat extra den Würfel noch weiter aufgemacht, hat er voll geholfen. Noch zog sie aber nicht komplett ab, sondern blieb stehen mit dem Köder. Es dauerte ca. 20 Sekunden, bis die Forelle den Köder wirklich komplett nahm und auch losmarschierte. Aber man muss zugehen, da hat er eine Reaktion. Hier folgt jetzt mein erster Fehlbiss auf den Spoon. Die Forelle nahm den Köder ordentlich, aber scheinbar ist sie dann doch von der Seite ausgeschlitzt. Meinen zweiten und letzten Fehlbiss hatte ich an diesem Tag auf einen Gummiköder. Er wurde kurz genommen, zog auch, aber irgendwie muss ich mit dem Gummiköder noch ein bisschen mehr Kontakt und Gefühl entwickeln und damit vernünftig die Bisse zu verwerten. Nachdem die Bisse ausblieben, wechselte ich nochmal die Spoonfarbe und machte ein Spoon von Raptor in Silber in 2,2 Gramm drauf. Was machst du da? Ich will es rausgeben.
ist nicht richtig abgelaufen. Dein Piep hat eine Störung. Ja, meiner kann ja nicht piepen. Gegen Ende tauschte ich nochmal die Spoon-Route gegen meine Schlepp-Route und machte mir einen schönen Treibpropeller aus Powerbaits in den Farben Schwarz-Orange drauf. Bis. Das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, wie die Forellen im Winter teilweise beißen. Erst nachdem ich das zweite Mal Kontakt aufnahm, zog die Forelle wirklich ab. Da ich bei der Montage als Vorfach nur ein 0,14er Material fische, muss ich dem Fisch genügend Zeit geben, ihn vernünftig auszugrillen. Die Vorfächer, die ich benutze, sind meistens Fluorcarbon zwischen 0,14, 16 und maximal 0,18 mm im Winter wie auch im Sommer. Thank you.
Insgesamt konnte ich 7 Lachsforellen fangen mit einem Gesamtgewicht von 8,5 Kilo. Die Entscheidung, sich morgens direkt an den Einlauf zu setzen, war goldrichtig, denn sonst wurde generell um den See relativ wenig bzw. mäßig gefangen. Das war jetzt mein dritter Besuch innerhalb von 6 Wochen bei der Anlage. Ein Fazit generell, wie gesagt, Anlage ist gepflegt, ein guter Fischbestand ist drin, der Betreiber ist äußerst freundlich und auskunftsbereit, die Mitangler bzw. das Publikum der Anlage ist auch bunt gemischt und zum größten Teil sehr vernünftig und kollegiale Mitangler. Jetzt kommt die Zeit im Winter, wo das Angelgerät erstmal ein bisschen gepflegt und gewartet wird. Der nächste Termin, der ansteht, ist in Duisburg die Messe und das ist der richtige Zeitpunkt, sich auf den neuesten Stand, was Köder und Techniken betrifft, zu bringen und dementsprechend auch sein Ködersortiment zu erweitern. Allen ein gesundes neues Jahr und man sieht sich demnächst am See. Bis dann! Nicht zu vergessen, ein fischreiches Jahr 2019.